Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video zu Super Mario Maker 2. Heute schauen wir erstmalig ins verletzte Spiel rein. Was es genau damit auf sich hat, werde ich euch gleich erklären. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß. So, bevor wir jetzt hier gleich reingehen, erstmal Grüße raus an Doggo. Doggo hatte nämlich vor einigen Wochen hier mal kommentiert und gefragt, ob ich nicht mal vernetzte Spielen machen könnte. Und natürlich, klar kann ich das. Ja, ist aber auch kein Problem. Eigentlich war es vorgesehen, das mal irgendwann zu machen oder zu thematisieren, wenn ich live auf Twitch streame. Ja, auch hier schon mal vorab der Hinweis, hoffentlich wird es wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis ich dann tatsächlich live auf Twitch unterwegs bin. Wenn es soweit ist, werde ich euch natürlich auch nochmal entsprechend informieren. So, jetzt würde ich vielleicht nochmal ganz kurz die Leute, die es nicht kennen, mal ganz kurz erklären, was ist das eigentlich hier? Vernetzte Spielen, ja, der ein oder andere mag jetzt auf die Idee kommen zu sagen, Moment mal, vernetzte Spielen, hat das irgendwas mit diesem Internet zu tun, von dem heute irgendwie alle sprechen? Ja. Genau das ist es nämlich. Ja, wir gehen jetzt gleich hier in den Modus Gegeneinander. Man kann nämlich auch miteinander spielen. Ja, wir gehen aber in den Modus Gegeneinander. Und in dem Modus Gegeneinander geht es natürlich darum, dass man möglichst schnell ein Level beendet. Wir werden gleich idealerweise mit drei anderen Personen zusammengewürfelt, dass wir eine Vierergruppe ergeben. Und dann geht es einfach darum, schnellstmöglich dieses Level zu beenden. Das schon mal vorab quasi die Erklärung für die Leute, die es nicht wissen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und schauen uns das Ganze einfach mal an. So, da werden jetzt unsere drei Gegner dargestellt. Wir sehen jetzt hier nochmal, mit welcher Figur wir in dem Fall spielen. Wir sind jetzt in dem Fall Luigi. Ja, damit es halt nicht irgendwie schwierig wird und da viermal Mario rumläuft, ne? Ihr könnt es euch sicherlich denken. Müssen wir natürlich da auch ein bisschen visuell, ja, muss da natürlich noch ein bisschen für Klarheiten gesorgt werden. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel, hier links unten geht es meistens los. So, wir können uns noch nicht bewegen, der Timer läuft und es sieht schon so aus, als wenn wir irgendwie hier ganz schlechte Verbindungen offensichtlich haben. So macht das natürlich überhaupt gar keinen Bock, das Ganze zu spielen. Aber wir probieren es halt trotzdem mal. Na, keine Ahnung. So macht es auf jeden Fall ganz wenig Bock, das kann ich sagen. Und das Ganze kennt man natürlich jetzt auch. Das hatten wir ja häufiger auch schon in den endlos, ja, Herausforderungen gehabt, diese speziellen Level, die gebaut wurden, um eben gegeneinander zu spielen. So, jetzt müssen wir schauen, links oben wird jetzt gleich der Bob-Omb getroffen, da ist es passiert und jetzt wird er gleich hoffentlich irgendwann mal den On-Off-Schalter drücken. Okay, also so macht das auf jeden Fall ganz wenig Bock. Das kann ich sagen. Also, aber gut, wir ziehen es mal durch. Ja, wer weiß, wie weit wir hier kommen. So, alle anderen drei werden natürlich auch das gleiche, wie wir hier haben. Ja, also alle vier in dem Fall ja müssen tatsächlich die gleiche Route normalerweise laufen. Ja, wenn der Level Creator jetzt nicht irgendwie noch ein bisschen Murks gemacht hat. Aber ja, schauen wir mal, ne? Oh. Oh, Leute, ey, das ist echt maximal unschön. Ja, okay. Ich würde es einfach mal durchziehen. Ja, und dann würde ich vielleicht einfach gleich mal gucken, dass ich nochmal eine andere Gruppe finde, wo vielleicht die Leute auch irgendwie eine brauchbare Internetleitung oder sowas haben. Also an mir kann es normalerweise nicht liegen, Leute. Also, das würde mich jetzt schwer wundern. Aber, ja. Das ist eben eine der Probleme, die man hat dann auch, ne? Wenn man eben im vernetzten Spielen unterwegs ist. So, jetzt mal gucken, kann ich da durchlaufen? Ich muss doch nicht da oben bleiben, oder? Ja, da werde ich doch hoffentlich hochkommen. Was? Ich kann natürlich hinten durchlaufen. Okay. Ja. Ja. Irgendwie habe ich mir was anderes vorgestellt jetzt hier, aber 3 Uhr 28 nachts. Ich frage mich auch, was die anderen machen. Sind die überhaupt noch drin oder sind die schon weg? Sind die rausgegangen? Man weiß es nicht. Ich werde es ja gleich sehen. So. Komm. Jetzt müsste da noch der letzte. Ja, Neustart für alle. Nee, ganz bestimmt nicht. Ich bin ja jetzt da.
Ja, so, da hat der erste schon aufgegeben. So, ich hole mir jetzt den Sieg. Ist mir vollkommen Wumpe, Leute. Oh Gott, ey, Katastrophe. Katastrophe. So, jetzt warten wir hier noch ein paar Sekunden in der Hoffnung, dass da vielleicht noch irgendwer kommt, aber es macht nicht so den Eindruck, deswegen ist das Ganze jetzt auch gleich vorbei. Leute, das ist aber schon... Ja, besser hätte ich es jetzt nicht sagen können. Schwere Kost, Leute, ganz schwere Kost. Nee, also mit der Gruppe hier möchte ich ungern noch weitermachen. Den Sieg nehme ich natürlich gerne mit, so ist das nicht. So, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Für das Level an für sich. Ja, das Level war solide. Sagen wir mal Mittel. Ja. Ist halt auch in dem Fall ein klassisches Gegeneinander-Level gewesen. Ja. Wir haben jetzt die erste Runde gewonnen. Ist alles entspannt. So wie schon gesagt, ich würde jetzt gerne hier mal die Gruppe verlassen, in der Hoffnung, dass wir gleich noch eine andere Gruppe finden, die vielleicht ein bisschen flotter unterwegs sind, was zumindest deren Internetleitung angeht. Hier auch nochmal ganz kurz die Übersicht mit eben der Ranglistenpunkte, die man hier hat. Ja, wir haben jetzt 168 Punkte gesammelt. Ja, jetzt spielen wir zu zweit. Einmal hat irgendwie auch gar keiner Bock aktuell irgendwie gegeneinander zu zocken, aber gut. So, Mario Olympic Course Nummer 1. Ah, schaut mal, Leute. Das sieht doch wesentlich flüssiger aus, das Ganze. Da spiele ich auch gerne dann mit einer anderen Person alleine. Das soll mir auch recht sein. So, wo peilen wir uns hier rein? Ah. Okay. So, ab die wilde Fahrt, Leute. So. Haben wir schon mal einen kleinen Vorsprung. Das finden wir natürlich ziemlich gut. Nein. Boah. Der Sprung, der ist übel, Leute. Der Sprung, der ist echt übel. Okay. Noch einen kleinen. Ja, jetzt sind. Nein. Geh durch die Tür. geh weg. Ah. Oh nein, nein, ich war schon da. So, was ist jetzt? Okay, durch die Tür. Da ist der nächste Sieg, Leute. Da ist der nächste Sieg. Jawohl. Ja, Level war auch ganz... War in Ordnung. Sieg nehmen wir gerne mit. Oh, der heißt auch irgendwer Brian. Okay. Was ist denn da los? So. Daumen drücken, dass die Verbindung zu den anderen sauber ist. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. So, mal gucken, ob wir irgendwie eine gute Position bekommen. Oh ja. Die Perception war schon mal nicht so schlecht. Jetzt hat die Frage, kommt da jetzt noch was, oder? Okay, das war natürlich jetzt wirklich extrem Glück, dass wir am Anfang als erstes da durchgekommen sind. Aber, ne? Die einen reden von Glück, die anderen reden von Können, ne? Also, der Level war trotzdem... Kacke. Egal, weiter. Okay, dieses Mal eine Dreierrunde. Können wir mal schauen. Chris Mida hat auf jeden Fall schon einige Punkte auf dem Konto. Gucken wir mal. Bisher haben wir ja wirklich eine ganz saubere Statistik, was das Thema angeht. Drei Runden, drei Siege. Ja, also, geht schlechter. So. Als erster durch die Tür. Das meint ihr ernsthaft, ne? Das meint ihr ernsthaft, Leute. Ehrlich. Boah, ey. Ist einfach so schön, wenn das Level 10 mal kürzer ist als die Wartezeit, die ich hier sitze, um Leute in die Gruppe zu bekommen.
Alles klar, erstmal Bruder lassen, sehr gut. Oh, das ging jetzt aber richtig schnell hier. So, wir sind jetzt als Tort unterwegs. Schauen, ob wir jetzt wieder so ein krasses Level bekommen. Oh Mann, war das schlecht. War das schlecht? Ah, okay. Das sieht doch schon mal etwas besser aus. Kommen jetzt auch wieder, ja, ein klassisches Gegeneinander-Level, wenn man so möchte. So, Mario sollte sich vielleicht eine andere Röhre aussuchen, ne? Ja, wir sind ganz gut dabei. Was? Nein. Nein, 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 nein. Ah, alles gut, Leute, alles gut. Füße ganz entspannt zurücklehnen. Legen. Körper zurücklehnen. Ja. So. Alles klar, wir sind noch vorne. Was ist, was? Oh, oh, nein, 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 nein. Ja. Ich finde es aber schön, dass Mario es auch nicht ganz verstanden hat, was jetzt eigentlich gerade Sache ist. So. So, also wenn ich jetzt tatsächlich die fünfte Runde... Nein, was mache ich? So, komm. Yes. wo bin ich? Wie heiße ich? Achso, ich sollte vielleicht hier hoch, ne? Hier runter da. Ja. Nein. Ach komm. Nein, das ist ein Scherz. Spring doch da hoch. Nein. Sag nicht, ich verdödel das hier irgendwie auf die letzten Meter. Ey, das ist aber schon... Ja, ich krieg's aber auch vom Timing her nicht so ganz rüber. Ist wahrscheinlich auch besser, ne? Oh, Leute, ey, mein Puls, ey. Ja. Nein. Nein. So, komm. Einmal tief durchatmen. Jetzt einmal hier so durchglitschen. Ah, beeil dich. Ich frage mich halt, ob wir irgendwann wieder alle zurückkommen in die gleichen, in das gleiche Bild. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ja? Ja, Leute. Also scheinbar bin ich geboren für diese Gegeneinander-Geschichte. Es macht so den Eindruck. Level fand ich eigentlich auch ziemlich lustig. Gerade auch mit den... Mit diesen... Ja, was sind das eigentlich? Sind das ja Ballons, nenne ich jetzt mal... Ihr wisst ja, was ich meine. Das war schon ziemlich tricky. Also hat mir ziemlich gut gefallen. Es läuft erschreckend gut, Leute. Also jede Runde bisher gewonnen. Es kann gerne so weitergehen. Okay. Nochmal ein Zweier-Duell gegen... Sadie. Schauen wir mal. My first unique level. Oh. Ich hoffe, dass die Person irgendwie hochbegabt ist im Bauen von Mario-Level. Ganz ehrlich, Pilz. Hätte ich vielleicht gebraucht, aber wir können hoffentlich am Checkpoint weitermachen. Oh Mist, jetzt ist Luigi schon weiter. Ah, oh, komm. Ah. Ich will jetzt nicht das Level hier irgendwie
Yes! Ach, Leute. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Scheinbar habe ich irgendwie ein verstecktes Talent in mir. Ja, ganz ehrlich. Also, das ist ja noch Killefits, ne? Das muss man dazu sagen. Wir spielen gegen Leute, das hat man eben auch sehen können, die, glaube ich, gerade selber das erste Mal hier gegeneinander Level spielen. Also, das Level war jetzt nicht so geil. Muss man auch noch dazu sagen. Also, für ein Gegeneinander, ne? Das muss man immer mal wieder berücksichtigen. Ja. Es läuft, Leute. Es läuft. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? 6 Siege in Folge. Ist das meine Ansage oder ist das meine Ansage? So, Gimsi müssen wir im Auge behalten. Die hat schon Rangliste C erreicht. Ja. Schauen wir mal. Zelda Maker. Ding, 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 ding. Ja, du müsstest vielleicht auch durch die Tür gehen, Kollege. Nein, was mach ich? Ja. Wenn du jetzt ein Schwert hast, dann hast du natürlich auch einen Vorteil, ne? So. Nehmen wir das Schwert mal mit. Jetzt hänge ich natürlich ziemlich weit hinten. Oh, da ist auch noch ein Schwert. Das ist doch ein Scherz, ey. Da rein, Brian. So, weiter geht die wilde Fahrt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm, Leute. Ach nein. Moment. Nein, geh weg. Ach komm. Das ist doch ein Scherz, ist das? Und die treffen den nicht. Ach komm. Jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt, ne? Jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt. Guck mal, ich wäre schon über alle Berge, Leute. Ich wäre... Hat er einfach das Ganze nochmal zugemacht. Ach. Herrlich. Ist er hier runter? Moment mal. Was ist denn hier? Ein extra Leben. Herzlichen Glückwunsch. So. Hat es wer durchgeschafft? Ja. Oh nein. Achso, Moment mal. Moment mal, Moment mal. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ujo. Lass mich durch da! Moment mal. Ja. Die hatte ich auch eben gehabt. Das ist auch maximal wild, ne? Das ist auch maximal wild, das Ganze. So, ich habe einen Schlüssel, das ist schon mal sehr gut. Leute, das bleibt einfach übelst Bock. Ich weiß gar nicht, wo ich das vorher schon mal gemacht habe. Danke nochmal an Doggo für den Vorschlag. Ist eine super Idee gewesen. Das Level jetzt gegeneinander zu spielen, ist jetzt nicht so geil. Naja. Was willst du machen? Was willst du machen? So, wieder eine Vierergruppe. Auch wieder ein paar Leute dabei, die schon einige Punkte auf ihrem Konto haben. Wir sind aber immer noch diejenigen mit 7 Siegen in Serie. Ja? So, Nieuwe Begin ist holländisch, heißt neuer Start quasi. Ja. Haben sich die ein oder anderen Stunden in einem holländischen Wörterbuch auch bezahlt gemacht. Nein, geh weg. Das ist natürlich bitter, ne? Das darf jetzt nicht zu laut sein, nicht wenn ich gleich selber hier noch... Boah, Leute, ey.
Diese Sprünge haben schon gerade ganz viel Skill gekostet. Aber die haben wir natürlich hier, ne? Ist klar, kennt man. Oh nein. Ach komm, ey. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier noch 3 Stunden sitze, bin ich einfach nachher an der Spitze der Rangliste, Leute. Also ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Ja. Wobei kann man, also ich würde vielleicht jetzt noch mal kurz einblenden, wie krass ich über diese Goombas, glaube ich, waren es in dem Fall, wie ich über die gesprungen bin, in dieser kleinen Lücke. Oh. Boah, Leute, ey. Ein kleiner Nachtrag von mir an dieser Stelle, jetzt eher Nachbearbeitung, habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut, so krass waren die beiden Sprünge jetzt nicht, deswegen, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Weiter geht's. Also, ja, der hat mal wieder, der Brian gezeigt, was für krasse Skills er hat. Viel hat er nicht, ja, aber zwischendurch blüht er schon mal ein bisschen was auf. Ja. So, 943 Punkte, Leute. 8 Siege in Folge. Ja. Da kann man es jetzt nochmal etwas besser sehen. 8 Siege in Folge, 943 Punkte gesammelt. Jetzt bin ich da auch hier so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also stolz ist das jetzt der richtige Begriff dafür. Weil hier sieht man auch, hier sind ein paar Leute, die haben schon mal das Ganze auch gemacht. Ja, so, wir hatten jetzt teilweise viele Versuche, wo die Leute 0 Punkte hatten, so wie ich eben zu Beginn. Ja, da weiß man eigentlich, okay, alles klar, die machen gerade das erste Mal diesen Modus. Vielleicht spielen die auch das erste Mal Mario. Ja, also hat jetzt nicht so krass die Bedeutung für mich, sage ich jetzt mal. Aber die letzte Runde, ne, wie gesagt, war gar nicht so schlecht. 8 Siege in Folge muss er erstmal auch holen. Ja? Ich muss aufhören damit, Leute, ganz ehrlich. Ich sag ja, in der nächsten Runde bekomme ich, oder würde ich wahrscheinlich so einen auf die Nase bekommen. Keine Ahnung. Ich würde es auf jeden Fall erstmal es hierbei belassen. Ja, 8 Level gespielt, 8 Level gewonnen. Mehr kann man im Moment nicht rausholen. Ja? Hat auf jeden Fall ziemlich Bock gemacht. Wenn es euch ähnlich erging, ja? Also beim Zusehen, ja? Gerne Like und Abo da lassen. Wie gesagt, nochmal Grüße raus an Doggo. Danke für den unfassbar geilen Tipp. Hat richtig Bock gemacht. Also zwischendurch wieder, man kennt das ja bei mir, ja? Wenn der Puls irgendwie bei 180 oder so anschlägt. Das ist halt schon, ist schon nicht ohne, ne? Aber es macht Bock. Es macht auf jeden Fall Bock. Das war es jetzt erstmal von diesem Video. Schon mal als kleine Vorschau für nächste Woche, denn dann ist es ja schon wieder soweit, ja. Weihnachten steht vor der Tür und ich hätte eigentlich gerne nochmal ein kleines Weihnachtsspecial, das ich aber dann schon am Samstag euch zur Verfügung stellen würde, ja. Weihnachtsspecial insofern, das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, dass ich da vielleicht ein paar Level mir anschaue, die so ein bisschen im winterlichen Stil sind. Man kennt das ja von Mario, ja. Einfach um da nochmal ein bisschen so in die Stimmung reinzukommen. Das schon mal so als kleine Vorschau fürs nächste Video. Wir werden sicherlich auch nochmal hier reingehen und vernetztes Spielen. Ja, also wenn wir das nicht hier machen, sonst irgendwann mal auf Twitch, habe ich auch schon gesagt. Lange wird es wohl nicht mehr brauchen, hoffentlich, bis ich dann da unterwegs bin. Wenn es soweit ist, lasse ich euch das natürlich auch gerne wissen. So, habe ich schon gesagt, dass ihr gerne Like und Abo da lassen sollt, wenn ihr es nicht gemacht habt. Macht es gerne. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen, habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.